So, hallo. Frohes neues Jahr wünsche ich euch aus meinem Kfz. Wir sind mal wieder unterwegs. Ich weiß nicht, ob man es gut erkennen kann. Mutti muss zum Friseur. Wir haben noch Urlaub und deswegen bin ich heute ein bisschen alleine unterwegs und dachte aber kurz, ich nehme mir die 10 Minuten mit euch zu sprechen. Ich hoffe, dass das hier funktioniert und wir machen weiter mit dem Format Gedanken aus meinem Kfz, weil nichts ist so passend wie im Urlaub im Kfz kurz 2 Minuten für sich alleine sich 3 Gedanken zu machen und zu denken so, hä, was ist los? Also, ich hoffe, ihr wart bei der Jahresplanung dabei. Wir haben da richtig gut gearbeitet, auf jeden Fall 2 Stunden. Ich kann dich nur einladen, wenn du noch irgendwie planlos unterwegs bist für 24 und denkst so, ich würde gerne mal wissen, also das ist eine Frage, die sehr, sehr oft gestellt wurde. Karin, ist mein Plan denn realistisch? Hältst du das für realistisch? Ist das möglich? Und so weiter. Wenn es darum geht, irgendwie dein Business an den Start zu bringen oder eben auch die Vereinbarkeit zu verbessern. Auch das haben wir ganz viel. Ne? Also dieses, ich habe ein Business, das funktioniert eigentlich auch ganz gut, aber ich bin irgendwie latent unzufrieden. Dann ist es was, dann kann ich dich nur einladen, buch dir einen Termin und dann gucken wir uns das gerne im Detail an. Und genau, dann sprechen wir einfach 1:1 und ich gebe dir gerne mein Feedback dazu und wir gucken, was wir für dich tun können. Also, worüber reden wir denn heute? Ich hatte verschiedene Sachen im Kopf. Das eine ist natürlich, was macht eine gute Planung aus? Da gibt es aber tatsächlich nochmal ein Video dazu. Das andere ist natürlich, und ich glaube, das ist für viele der größere Punkt, wie machen wir das denn jetzt mit der Motivation? Ich weiß nicht, ob es euch so ging. Ich weiß, mir ging es auf jeden Fall so. Und mir geht es streckenweise immer noch so. Und es ging auch vielen anderen so. Das letzte Jahr war so turbulent und so aufregend und es war auch irgendwie so viel, ja, auch so viel Druck dahinter irgendwie, dass man sich nicht so richtig konzentrieren, also was jetzt konzentrieren konnte, aber man ist immer wieder abgeglitten und es hat extrem viel Kraft gekostet, irgendwie den Fokus zu halten und das ist mal mehr, mal weniger gut gelungen und entsprechend aufreibend und ja, kräfteaufzehrend war das einfach. Und genau, und jetzt ist die Frage, wie kommt man denn jetzt wieder in Tritt? Also wie schaffen wir es, dass wir jetzt nicht den halben Januar brauchen, bis wir überhaupt verstehen, dass wir jetzt vielleicht mal ein bisschen aus dem Arsch kommen sollen? Und wie mache ich das? Also ganz offen. Ihr seht, ich weiß nicht, ob ihr das sehen könnt hier im Hintergrund, es hat heute geschneit, ich wollte laufen gehen. Ich habe sowas von keinem Bock gehabt und das habe ich nicht so oft, aber ich habe ganz einfach gerade zu vielen Sachen einfach gar keine Lust. Und das ist ein bisschen ungewöhnlich für mich, aber ich kenne das tatsächlich und deswegen bin ich da ganz, will ich ganz offen mit dir sein. Ja? Also ja, ich habe richtig keine Lust, kann passieren, ist auch okay. Ich gebe dem tatsächlich auch nach. Also ich kann dir sagen, ich fahre jetzt heute zum Friseur, es hat mich Mühe gekostet, meine Jogginghose auszuziehen und eine andere Hose anzuziehen. Aber um ganz ehrlich zu sein, ist die Hose, die ich jetzt anhabe, auch nicht so weit von meiner Jogginghose entfernt, dass es jetzt für mich unhaltbar wäre. Aber zu mehr bin ich heute wirklich nicht zu bewegen. Es schneit, es ist kalt, es hat -1 Grad, glaube ich. Und es ist einfach, ja, ich hätte auch nichts gegen Sofa. Und zum Glück, kann ich sagen, haben wir diese Woche noch frei oder halb frei gehabt sozusagen, so dass es einfach völlig in Ordnung ist. Und nächste Woche geht es wieder los. Also rundum, wie mache ich das? Ich, ganz offen, es gibt 2 Sachen, die wirklich helfen, beziehungsweise eine Sache, die du auf jeden Fall sofort umsetzen kannst. Und das ist Disziplin. Ich kann es dir nicht anders sagen. Und mit der Disziplin kommt auch wieder der Schwung, kommt wieder der Spaß und ist dann auch alles okay. An Disziplin wirst du mit sehr großer Wahrscheinlichkeit nicht vorbeikommen. Und ganz offen, wenn ich so Tage habe wie heute, wo ich nicht laufen war, dreimal darfst du raten, wer morgen früh laufen geht, und zwar ohne Pardon, wahrscheinlich zu einer Zeit, wo es noch dunkel ist, damit ich gar keine Chance habe, mich irgendwie rauszureden, ist halt der Punkt. Die Frage ist, ob du das trotzdem machst. Also, und das ist tatsächlich nur mit Disziplin zu beantworten. Und ich kann dir nur empfehlen, dir wie so eine Top 5 oder so. Also was mir extrem hilft, auch gerade permanent im Fokus zu bleiben, ist, ich schreibe mir jeden Tag 3 Dinge auf, die ich auf jeden Fall erledige, über die ich auch nicht diskutiere. 3 Dinge, über die es keine Diskussion gibt. Die müssen natürlich an dem Tag auch abschließbar sein, das darf man nicht vergessen. Also es müssen Aufgaben sein, die du auch an dem Tag tatsächlich bewältigen kannst. Dann kommen dazu 1 bis 2 Aufgaben, die ungefähr 1 Stunde Zeit in Anspruch nehmen. Auch das ist was. Ein oder 2 pro Tag. Mehr schaffst du ja, gelinde gesagt, überhaupt nicht. Wenn du, wenn du in deiner Freizeit noch eine gute Mama sein willst und auch mal Zeit mit den Kids verbringen willst und so, dann brauchst du dir nicht 8 Stunden einplanen. Das macht überhaupt gar keinen Sinn. Aber 3 Dinge am Tag, über die du nicht verhandelst, wo du sagst,
das mache ich heute auf jeden Fall fertig. Bei mir war das heute, sage ich euch auch, und ich habe die auch an Tagen, wo ich nicht laufen gehe. Laufen gehen stand nämlich nicht unter diesen drei nicht diskutierbaren Dingen. Bei mir stand da heute sowas Lustiges drauf wie Ablage machen. Ich habe ein paar Dokumente, so 2-3 Monate alt. Die müssen jetzt auch mal den Weg in irgendeinen Ordner finden. Die sind auch alle bearbeitet. Ich habe nichts Altes. Doch, es stimmt gar nicht. Ich habe einen alten Strafzettel noch gefunden, wegen zu schnell fahren. Der war schon ein bisschen überfällig zu bezahlen. Also den habe ich dann jetzt mal bezahlt. Und das sind so Dinge, wo ich sage, so, okay, das muss jetzt gemacht werden. Ich habe die nächsten 4 Wochen safe wieder keine Zeit dafür. Und ich will auch die Zeit dafür eigentlich nicht nehmen. Deswegen denke ich so, okay, das machen wir heute. Also, das ist nur ein Beispiel. Aber es gibt 3 Dinge jeden Tag, über die ich nicht verhandle. Wo ich auch den Kindern erkläre, auch wenn jetzt, wir haben heute gerade eben die Post bekommen, zum Thema 8. Januar. Bei uns wurde umgestellt jetzt. Die Montessori-Schule hat offiziell bekannt gegeben, wir stellen um auf digitalen Lerntag, weil wahrscheinlich nicht alle zur Arbeit kommen und also ganz normaler Alltag in der Schule wird nicht realisierbar sein. Deswegen bitte alle digitaler Lerntag. Das Coole ist, dass meine Tochter ihr Tablet einfach in der Schule gelassen hat. Toll. Und ja, aber da wird wahrscheinlich Papa dann vorlieb nehmen mit Frau Eller. Und ich werde einfach ins Büro fahren. Mal. Und genau, was wollte ich jetzt eigentlich sagen? Das ist auch so ein Zeichen, ne, dass ich Urlaub habe. Ich kann keine 2 Sätze zu Ende sprechen, ohne zwischendurch 3-mal das Thema zu wechseln. Genau, das ist so ein Punkt. Aber jetzt, ist weg. Komm doch mal wieder. Naja. Ach so, genau. Und diese 3 nicht zu verhandelnden Dinge, das erkläre ich auch den Kindern, dass ich die heute auf jeden Fall mache und dass ich auch wütend bin oder dass ich sauer bin, wenn ich keine Gelegenheit habe, das zu machen. Das muss man dazu sagen, meine Kinder sind jetzt ein bisschen älter. Ne? Ich habe ja sehr viel früher angefangen mit meiner Selbstständigkeit. Der Kleine ist jetzt 5 geworden im Dezember und damit haben wir natürlich ein bisschen andere Situation als noch vor 4 Jahren. Okay, also das bitte nicht durcheinander bringen, aber im Moment ist es so und die Kids wissen das auch, dass sie mich dann einfach auch in Frieden lassen, 2 Stunden. So. Und natürlich mache ich mit den 2 Stunden, werde ich jetzt nicht die Welt einreißen, aber mit den 2 Stunden kann ich zumindest dafür sorgen, dass ich nicht so ein krass schlechtes Gewissen habe und ich wieder back on track komme. Okay, und back on track heißt halt eben auch einfach, ja, mit Disziplin die Dinge zu verfolgen, auch wenn gerade noch nicht der große Spaß und die große Selbstmotivation am Start ist, sondern einfach zu sagen, du, ich habe hier einen Job zu erledigen. Ihr könnt euch selber fragen, meine Persönlichkeit abspalten könnte und mich selber zu fragen, bin ich selber denn überhaupt der Arbeitnehmer, den ich akzeptieren würde in meinem Team, dann wisst ihr auch, was ich hinaus will. Dann ist es das Sinnigste, tatsächlich in die Disziplin zu gehen und zu sagen, ich habe heute zwar keinen Bock, aber was sind die 5 Aufgaben, die ich heute machen soll, und dann könnt ihr mich alle mal in Ruhe lassen. Und so arbeitet man sich Stück für Stück nach so einer langen Urlaubszeit, also wir hatten jetzt fast 2 Wochen frei, nach so einer längeren Urlaubspause wieder zurück in seinen Alltag alleine. Also setzt euch hin, macht euch Listen, nicht irgendwelche exorbitanten Kacklisten, sondern einfach Listen, wo du sagst, okay, let's do it. Also auch, es ist okay, wenn du nicht sagst, let's do it, sondern wenn du sagst, ja, okay, machen wir jetzt. Ne? Also das reicht halt. Ich glaube, ich verstehe manchmal nicht, warum wir so einen riesen Anspruch an uns selber haben, zu sagen, ich muss jeden Tag super begeistert sein in meinem eigenen Business. Ich finde das ein bisschen ulkig so, wo ich denke, so ja, die voll viele Aufgaben sind wiederkehrend und machen vielleicht jetzt auch nicht so mega viel Spaß. Ist aber auch nicht dramatisch, ey. Ganz ehrlich, es sind halt nur Aufgaben, ne? Also ich sehe gar nicht ein, irgendwie von Aufgaben mir sagen zu lassen, wie sich mein Tag anfühlt. Also weder im positiven Sinne noch im negativen Sinne. Und genau, das ist das, was ich euch gerne mitgeben möchte. Also fangt an, diese Sachen wirklich einfach einzuplanen und dann tatsächlich auch einfach mal, und das ist was ich auch in der Community ganz oft beobachte, also das mit der Disziplin ist nicht so weit verbreitet. So, also ich kann dir sagen, wenn du das auf die Kette kriegst, dann bist du schon weit vorne dabei und das einfach kontinuierlich zu verfolgen, das macht sehr, sehr viel Sinn und wird mit großer Wahrscheinlichkeit dafür sorgen, dass du am Ende des Jahres bei einem anderen Zielpunkt angekommen bist als andere, die halt dabei sind, undiszipliniert lustige Ausreden ins Leben zu rufen, warum sie bestimmte Dinge nicht tun konnten. Und das ist das, was ich denke, was heute irgendwie sinnig ist, dir mitzugeben. Deswegen bin ich jetzt gleich hier beim Friseur. Ich habe ein bisschen Angst, dass ich ein Autounfall mache. Ne? Ich bin heute so ein bisschen verballert, ey. Ich fahre bestimmt gleich auf den Bus oder so. Habe ich nicht gesehen. Genau, und deswegen wünsche ich euch einen zauberhaften Start in die Woche. Wie gesagt, wer Lust hat, sich auszutauschen oder wer Lust hat, auch nochmal Feedback zu bekommen oder 24 Mal richtig auf die Scheiße zu schlagen, fühlt euch frei, bucht euch einen Termin. Ich mache euch den Link unten rein. Ich mache euch auch den Link rein fürs Bootcamp, wenn du sagst, ich möchte gerne
mal ein bisschen skalierfähige Produkte, wissen, wie funktioniert eigentlich das ganze Marketinggedöns, warum macht sie das mit den ganzen YouTube, was soll das überhaupt und wie kann ich das für mich umsetzen, dann bucht ihr mal das Family Meets Business Bootcamp. Das ist kostenfrei, das ist ein 5-Tage-Training, insgesamt 8 Stunden Training für mehr Vereinbarkeit von Familie und Beruf für Business-Mamas. Das ist ein richtig cooles Ding. Also ich packe dir das unten rein und dann kannst du dir das geben, wenn du jetzt am Wochenende noch ein bisschen prokrastinieren musst oder so. Dann wäre das ja wenigstens eine halbwegs vernünftige Art und Weise, das zu machen. Also in diesem Sinne, ich wünsche dir einen zauberhaften Tag. Lass dir gut gehen. Bis denn. Bye, bye.